Pokémon Anime versus Videospiel und Logik. Die Pokémon-Reise geht weiter. Yay, endlich! Nachdem Ash letztes Mal hauptsächlich eine coole Jacke gefunden hat, kann es jetzt also weiter Richtung Dritter Orden gehen. Was haltet ihr von einer Pause? Okay, also geht's erstmal doch nicht weiter. Stattdessen hat Rocco scheinbar Hermines Tasche geklaut, aus der er kurz mal einen Tisch, drei Stühle, Besteck, eine Vase mit Blumen, eine Kaffeemaschine, Pflaumensaft, ein Teeservice, spritziges, köstliches Quellwasser vom Mondberg und genug Zeug für französische Crêpes herzaubert. Französische Sachen, sie sind so wunderbar romantisch. Ash wird dann jedenfalls mit einem Stück Holz dazu verdonnert, Holz zu organisieren, wobei er uns nochmal seine gestörte Wahrnehmung präsentiert, im Wald kein Holz sieht und versucht mit dem Holz zu reden. Komm her, Feuerholz! Her zu mir, Feuerholz! Kein Feuerholz, weit und breit. Nur weil es hier draußen total neblig ist, muss dein Hirn doch nicht auch vernebelt sein. Da draußen lernt unsere Truppe dann Joe und ein paar weitere Studenten der Pokémon-Tech kennen. Joe bestätigt für uns, dass die Pokémon auch im Anime Level haben. Taubsis Attacke ist Windstoß. Auf Level 5. Sandwirbel auf Level 12. Also stellt euch schon mal auf etliche Kämpfe ein, die Ace Pikachu auf Level 100 unlogischerweise verlieren wird. Die Technische Pokémon-Universität ist eine Institution für die Ausbildung zum Pokémon-Trainer. Mit bestandenem Abschluss werden alle Studenten in die Pokémon-Liga aufgenommen, ohne auf anstrengenden Reisen Orden sammeln zu müssen. In diese Promi-Privatschulen werden natürlich nur Kinder von Millionären aufgenommen. Kinder von Superreichen machen hier also Abschlüsse, die einen direkt in die Pokémon-Liga verfrachten. Coole Liga auf jeden Fall. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Aber sie haben mir beigebracht, dass ein Taubsi sich auf Level 18 zu einem Tauboga entwickelt. Den Wirbelwind lernt es auf Level 21 und den Flügelangriff auf Level 31. Flügelangriff? Das heißt Flügelschlag. Hast du überhaupt gelernt? Ich mal tue ich so, als hätte ich nichts gelernt. Ach so, na dann. Es stellt sich jedenfalls heraus, dass Chazelle die Verantwortliche für die unmoralischen Lernmethoden an dieser Uni ist. Aber für eine gut aussehende Pokémon-Studentin kann man ja ruhig mal die masochistische Ader raushängen lassen. Es ist ja ein Mädchen. Perfekt. Jetzt hast du 100 Punkte. Mit mir könnte sie machen, was sie will. Hey, ich denke, die vermiest dir hier dein Leben und trotzdem trägst du dann ihr Bild mit dir herum? Ich hasse es, wie sie uns behandelt, aber ihr Aussehen gefällt mir. Ja, im Gegensatz zu anderen Mädchen, die einen nicht gut behandeln und dazu auch noch weniger gut aussehen. Nebenbei erfahren wir, dass Jesse und James tatsächlich auch auf der Uni waren, aber leider versagten. Dieser Ort erweckt Erinnerungen, James. Na und wie, und alle miteinander sind furchtbar. Ihr müsst das positiv sehen. Positiv, wie meinst du das? Ihr wart die einsame Spitze der Schlechtesten. Du weißt, wie man jemanden aufwundert. Ist das nicht süß, unser Kleiner? Wie heißt dieses Pokémon? Woher soll ich denn das wissen? Tragosso kam doch noch gar nicht vor. Chazelle ist die allerbeste in der Anfängerklasse hier auf der Uni. Und das ist viel mehr wert als drei Orden, glaubt mir bitte. Anfänger haben dieselbe Qualifikation wie jemand mit zwei Orden. Selbst wenn man zu den Schlechtesten in der Anfängerklasse gehört, ist man immer noch viel besser als jemand mit drei Orden. Das steht fest. Was denn jetzt? Anfänger sind so gut wie Trainer mit zwei, drei oder mehr Orden. Entscheid dich mal, Junge. Willst du behaupten, du könntest mich schlagen, Kleider? Nachdem Joe dann bei Pokémon Showdown ein Starmie mit Ultrigaria besiegt, kommt es zum Kampf zwischen ihm und Misty. Du bist an der Reihe! Stern-Du! Stern-Du? Das ist dein Starmie-Mädchen! Ist denn jetzt hier jeder bescheuert? Also gut, los, Arsenia, du bist an der Reihe. Oh Mann, okay, ich hab dich noch nicht aufgegeben, Joe. Schau mal, das hier ist ein Satzenia. Das, was du da hast, ist ein Ultrigaria, die läppsche Vorentwicklung von Satzenia. Stern, du machst dich bereit, los! Starmie macht jedenfalls eine einzige Aquaknarre und Ultrigaria ist K.O. Satzenia ist doch sonst immer stärker als alle Wasser-Pokémon. Chazelle hält sich zwar für die Schlauste, aber auch sie erbarmt sich nicht, den beiden zu sagen, dass sie nicht mal wissen, wie ihre Pokémon richtig heißen und erzählt lieber was von Bescheidenheit. Ich bin die beste Studentin der Anfängerklasse in der besten Universität, die auf der Welt zu finden ist. Der Pokémon-Uni. Es ist traurig, dass die anderen nicht auch so schön talentiert und so bescheiden sind wie ich. Ich glaube, die ist noch viel eingebildeter als wir beide. Ja, aber du musst zugeben, Jessie, sie ist aber nicht so süß wie Mauzi. Dann kommt es noch zum Kampf zwischen Chazelle und Misty. Georok tut so, als hätte es gar keine doppelte Wasserschwäche und haut Starmies Kristall einfach kaputt. Der nächste Gegner für Chazelle wird nach einem krassen Diss dann wohl Ash, was Tragosso gegen Pikachu bedeutet. Das hast du wirklich nicht gewusst und trotzdem hast du schon zwei Orden? Zum Totlachen! Wenn du verhinderst, dass es sich weiterentwickelt, wird es zu einem tollen Haustier, besonders für kleine Mädchen. Aber das weißt du ja sicher, oder nicht? Was? Das hast du nicht gewusst und du hast zwei Orden?
Ich denk mal wieder, er könnte ein Boden-Pokémon mit Elektroattacken grillen. Pikachu schafft es trotz einer gefährlichen Silberblick-Attacke. Danach auch noch eine Knochenkeule und den Knochmarang zu überleben, einen weiteren Knochmarang auszuweichen, Dragosso die Maske umzudrehen und mit geheimen neuen Attacken wie Kratzfurie und Megakick den Kampf zu gewinnen. Fehlt noch der Auftritt von Team Rocket. Statt der klassischen Bekämpfung werden sie aber diesmal nur flott von vielen Pokébällen abgeworfen. Aber nicht mit uns, ihr habt keine Chance! Also wenn man genug Pokébälle dabei hat, muss man sich um Team Rocket wohl keine Sorgen machen. Na, das Einzige, was uns Sorgen macht, ist, wie schlimm wir dich kleinen Pimp vermöbeln würden. Was glauben die eigentlich, wer sie sind?